Als er nach einer Viertelstunde mit dem Eis bewaffnet aus der Tür trat, sah er Sarah quietschvergnügt über den Gehweg toben. Er trat zu Tommy, der ihn bereits sehnsüchtig erwartete, drückte diesem sein Eis in die Hand und bevor Martin die Gelegenheit bekam, sich umzudrehen, war es auch schon passiert. Erst vernahm er das signifikante Klatschen und dann das obligatorische Gekreische. »Scheiße«, knurrte er, ließ das hart erkämpfte Eis einfach fallen und hastete zu seiner Schwester, die wieder einmal lautstark heulend auf dem Boden lag. Diesmal war die Angelegenheit nicht mit einem beim Aufstehen helfen und trösten getan. Das erkannte er, als er das blutende Bein sah und die tiefe Wunde am Knie, die sie sich beim ihrem letzten Stunt zugezogen hatte. Er konnte zusehen, wie ihr kleiner Knöchel anschwoll. Umgeknickt, schätzte er. Das war böse. Wie böse, wusste er nicht, denn sie sprach ja nicht mit ihm. Sarah tat lieber, als wäre ihr soeben etwas abgehackt worden, was übrigens hervorragend war, weil sie mal wieder die Attraktion des Tages boten. Alle Augenpaare im Umkreis von einer halben Meile waren inzwischen auf sie gerichtet, womit Martin wie so häufig an seine natürlichen Grenzen angelangt war. Sein Instinkt lautete, nichts wie weg, aber er hatte 3 Einkaufstüten und 2 Kinder zu tragen, jedoch nur einen 9-Jährigen als Unterstützung. Unsicher betrachtete er Sarahs Bein und versuchte dabei, ihr sich stetig steigerndes Augebäuel zu ignorieren. Fienchens auch, denn die hatte beschlossen, aus reiner Sympathie gleich mal mitzuheulen. Er sah zu Tommy, der mit unruhigem Blick bei den Tüten stand, aber er stand wenigstens, womit der Einkauf sicher war. Noch jedenfalls. Inzwischen sammelte sich eine Traube aus Gaffern um sie, die mit jeder Sekunde größer wurde. Und irgendwie, ehrlich, irgendwie hatte Martin langsam die Schnauze gestrichen voll. »Brauchst du Hilfe?« Martin sah auf und stöhnte. »Die Stalkerin!« »Nein«, knurrte er und versuchte, Sarah dazu zu bewegen, stehen zu bleiben und nicht immer wieder vor lauter Schwäche umzufallen, sobald er sie auf die Füße gestellt hatte. Als er aufsah, war die Geistesgestörte immer noch nicht verschwunden. »Das sieht übel aus«, stellte sie stattdessen mit überlegenem Gesichtsausdruck fest und deutete auf Sarahs Knöchel. Martin nickte sauer. »Sag ihr das noch, dann läuft sie gar nicht mehr.« Das Mädchen schüttelte den Kopf. »Damit kann sie aber wirklich nicht laufen, das sieht man doch.« »Halt den Mund und hau ab«, fauchte er. Dummerweise schien sie neben all dem anderen auch an einem Hörschaden zu leiden, denn eine Sekunde später kniete sie vor der immer noch kreischenden Sarah und lächelte sie an. »Ich bin Julia, soll ich dich nach Hause tragen?« Martin wollte. Die wütende Ablehnung lag ihm bereits auf der Zunge. Ehrlich, es wäre ihm ein Fest gewesen und die dringend benötigte Gelegenheit, mal ein bisschen Dampf abzulassen. Doch insgeheim wusste er, dass sie seine einzige Chance war. Ansonsten würde er schlicht und ergreifend nicht nach Hause kommen. Sein Blick begegnete fraglos hilfsbereiten großen Augen, in denen er nicht die Spur von Hinterlist fand. Und so warf Martin zähneknirschend alle Überzeugungen in den Wind, die er sich innerhalb der letzten Monate zu eigen gemacht hatte, und sprang ins kalte Wasser. »Würdest du vielleicht?« »Das sagte ich bereits.« Nachdem Sarah sich an dem Mädchen namens Julia festgekrallt hatte, als wäre die ihre einzige Rettung vor dem nahenden Tod, und Martin irgendwie Sarahs seine Tüte und Fienchen aufgehoben hatte, setzten sie sich mit Tommy in Schlepptau und langsam in Bewegung. Was für ein Scheißtag! 6. Kapitel. 2 Welten. Der Scheißtag war damit noch lange nicht beendet. Schon allein der Weg nach Hause stellte alles andere als eine tolle Erfahrung dar. Die Stalkerin namens Julia hatte an Sarah nämlich ziemlich zu schleppen, weshalb sie häufig eine Pause einlegen mussten, um zu verschnaufen. Julia, Martin und Tommy ja weniger. Währenddessen heulten Sarah und Fienchen ohne Unterbrechung und dachten nicht im Traum daran, sich vielleicht mal zu beruhigen. Tommy war da eher praktisch veranlagt und schmiedete vorsichtshalber schon mal Pläne für eine Zukunft, die sie seiner Ansicht nach mit einer einbeinigen Sarah bestreiten müssten. »Gut, dass unser Zimmer unten ist«, verkündete er nach längerem Grübeln. »Da muss sie keine Treppen steigen.« 20 Meter später kam ihm die nächste Erleuchtung. »Aber mit Schule sieht's bescheiden aus, denn da muss sie Treppen steigen können. Also ich habe da jedenfalls noch keinen mit nur einem Bein gesehen.« Sarah, die gerade Anstalten gemacht hatte, sich etwas zu beruhigen, brüllte gleich noch lauter los und Fienchen zog nach. Martin versuchte verzweifelt, das Theater auszublenden, denn er wälzte gerade ganz andere Probleme. Wie sollte er diese Julia nur wieder loswerden?
Er ahnte, dass er ihr wohl kaum vor der Haustür höflichst danken und sie dann in die Wüste schicken können würde. Allerdings war ihm bisher auch noch keine Alternative eingefallen. Tatsächlich war Martin nicht unbedingt das, was man einen vorbildlichen Hausmann nannte. Seines Wissens stand noch das Geschirr vom Frühstück und vom gestrigen Abend auf den Tisch. Und auch sonst war das Haus nicht unbedingt, sauber. Er konnte sie unmöglich hereinbitten und damit riskieren, dass binnen allerkürzester Zeit in der ganzen Stadt Horrorstories darüber kursierten, wie es bei den Tenners zuging. Nur bei diesem Gedanken kochte seine Wut wieder hoch. Aber mal seine Ansicht über Ordnung außen vor gelassen, die war schließlich allein seine Angelegenheit. Eines war noch viel wichtiger. Er wollte nichts mit ihr zu tun haben. Neben dem zu erwartenden Tratsch ging es in der Zwischenzeit um eine Menge mehr. Sie nervte ihn, bedrohte ihn allein mit ihrer Anwesenheit bereits massiv, obwohl sie zugegebenermaßen dafür nichts konnte. Er hatte mehr zu verbergen als eine Schlampe von Tante, die Tatsache, dass es nicht besonders ordentlich war oder dass die Kinder häufiger mal ein blaues Auge vorzuweisen hatten. Das war mies, doch nichts, was ihm den Hals kosten konnte. Aber auch wenn Martin die Dinge gern pragmatisch sah, war selbst ihm nicht entgangen, dass er unter Umständen Schwierigkeiten bekommen könnte, sobald herauskäme, dass er mit seinen drei kleinen Geschwistern allein lebte. Sicher, er war feuerig, insofern konnten sie ihm die Kleinen nicht so einfach wegnehmen. Doch diese komischen Behörden würden ihn nicht mehr in Ruhe lassen, sobald sie erst mal Blut geleckt hatten. Sie würden sich einmischen, mindestens das. Und darauf verzichtete er dankend. Außerdem war seine Wertetante offiziell als Aufsichtsperson genannt, während Paddy das Sorgerecht besaß. Allein die Gefahr, dass sie den benachrichtigen könnten, genügte Martin bereits. Er wollte nicht bettelnd zu ihm kriechen, hatte er überhaupt nicht nötig. Wenn alles lief, wie er sich das dachte, würde im nächsten Monat wie immer der Scheck kommen und bis dahin konnte er sich mit Arbeit über Wasser halten. Es funktionierte sogar erstaunlich gut. Mit den knapp $50 täglich lebten sie 100-mal besser, als sie es bei Rachel je getan hätten. Er hätte sie auch ohne Scheck durchgebracht, was ein wirklich beruhigendes Gefühl war. Dass er die veränderte Sachlage an der Heimat von Frau Paddy nicht ewig verheimlichen können würde, war ihm schon klar. Jedenfalls, wenn der seine Drohung wahrmachte und wirklich öfter zu Besuch kam, was Martin übrigens erst glauben würde, wenn er es sah. Kein Problem, so wie es für alles eine Lösung gab, würde sich auch dafür eine finden. Aber eine Spionin, die wusste, was abging, konnte er nicht gebrauchen. Schon allein deshalb musste er sie loswerden, und zwar bevor sie von dem gesamten Theater Wind bekam. Als sie die Haustür erreichten, stellte Martin zunächst sorgfältig die Tüten ab. Tommy hüpfte ungeduldig und wartete darauf, dass sein Bruder endlich den Schlüssel bemühte. Aber Martin ignorierte ihn und wandte sich dem Mädchen zu, das mit offensichtlichem Argwohn im Blick direkt hinter ihm stand. »Danke«, begann er. »Kein Problem.« Lächelnd betrachtete sie Sarah, die endlich nicht mehr heulte. »Ich hoffe, dir geht's bald wieder besser. Du kannst auf jeden Fall in die Schule gehen, keine Sorge.« Behutsam setzte sie die Kleine ab, die ab sich sofort daran machte, auf einem wackligen Bein zur Treppe zu hüpfen. Das Mädchen namens Julia blickte ihr stirnrunzelnd nach und sah schließlich Martin an. »Kann ich noch irgendwas tun?« »Nein.« Sie nickte. »Okay, bye. Man sieht sich. Bye, Sarah, Tommy, Baby.« Erstaunt beobachtete Martin, wie sie kehrt machte und ging. Kein Protest, keine Diskussion. Jede einzelne seiner zahlreichen Horrorvisionen war ausgeblieben. Sie hatte bereits das niedrige Gartentor erreicht, als sich hinter ihnen die charakteristische Geräuschabfolge in Gang setzte. Klatsch! Tommy, das war neu. Oh Mann, nicht schon wieder! Au! Martin wirbelte herum und stöhnte fast zeitgleich, denn diesmal hatte Sarah das Kunststück zustande gebracht, die Stufen hinaufzufallen. Mit einem tiefen Seufzen zerrte er sie am Arm hoch. Ihrem Gebrüll nach zu urteilen, war ihr mindestens auch noch das zweite Bein abgehackt worden und sie weigerte sich, es auch nur mit Aufstehen zu probieren. Fienchen, die sich derweil an seinem Hals festgekrallt hatte, fiel in das mörderische Gekreische ein und Martin klingelten die Ohren. Als er aufsah, war das Mädchen zurück. »Ich komm schon klar«, knurrte er. Sie ignorierte ihn, nahm Sarah wieder auf den Arm und musterte ihn erwartungsvoll. Mit freundlicher Unterstützung von Tommy, der sich mal wieder absichtlich dämlich stellte. Sarah stand neben dem in nichts nach, denn sie klammerte sich am Hals des Mädchens fest und hatte offensichtlich nicht vor, nochmal loszulassen. Klasse! Das anhaltende, schrille Gekreische der Kinder, die auffordernden Blicke, die ihn zu etwas drängten, was er nicht wollte, alles war plötzlich zu viel. Noch irgendeine Kleinigkeit und Martin würde laut werden.
Nur leider konnte er sich genau das nicht leisten, denn unter Garantie boten sie mal wieder ein unglaublich spannendes Schauspiel für die gesamte Nachbarschaft, und deren gesteigerte Aufmerksamkeit musste er unter allen Umständen vermeiden. Also war es auch schon egal, wie er dafür sorgte, dass er am Ende am Arsch war. Vorbei war es so oder so. Wütend öffnete er die Tür und hielt sie ihr auf. 5 Minuten später musste Martin einsehen, dass er die richtige Entscheidung getroffen hatte, auch wenn er lieber nicht darüber nachdenken wollte, was ihm das am Ende kosten würde. Sarahs Knöchel schwoll nach ihrem letzten Unfall rapide an. Selbst der eilig darauf gelegte Eisbeutel konnte daran nichts mehr ändern. Sie saß auf einem der Küchenstühle und ihr schmutziges Gesicht drückte alles sein Leid aus, das jemals ein Mensch über sich hatte ergehen lassen müssen, begonnen bei Jesus' Kreuzigung. Julia stand neben ihr und betrachtete kritisch das Bein. »Du solltest mit ihr zum Arzt gehen, falls es gibt...« »Stopp!« rief Martin entsetzt. »Sag es nicht! Nicht dieses Wort!« Als sich ihr Mund unverrichteter Dinge wieder schloss, nickte er erleichtert. »Wenn du es aussprichst, kommen wir um die Herztransplantation nicht mehr herum.« Beide musterten Sarah, die noch ein wenig bekümmerter aussah, und dann deren Knöchel. Er war blau. »Wir gehen morgen Nachmittag zum Arzt, damit er sich dein Bein ansieht«, versprach er. Ein bekümmertes Nicken war die Antwort. Ohne Übergang ging Martin plötzlich auf, dass er das Ausmaß der Katastrophe bisher noch nicht einmal annähernd erfasst hatte. Dauerte bei ihm immer eine Weile. So oder so, er saß in der Scheiße. Ratlos musterte er Tommy, der mit dem Ausräumen des Einkaufs beschäftigt war, wobei er seine ganz eigene Methode hatte. Aus den Tiefen der Tüten klaubte er das Zeug hervor, das ihm wichtig war. Der Rest konnte ihm gestohlen bleiben. Eilig, trotz des üblen Gefühls in seiner Magengegend, versuchte Martin zu überlegen. Er würde Sarah mit diesem Fuß morgen früh nicht in die Spielgruppe abgeben können. Was bedeutete, er konnte nicht arbeiten gehen. Selbst wenn er seinen Bruder aus fadenscheinigen Gründen zu Hause behielt, würde ihm das nichts bringen, denn der Junge war zu klein, um auf seine Schwester aufzupassen. Und wie er in der Scheiße saß, verdammt! Einzige Alternative, er ging jetzt los, betete auf dem Weg ein wenig und hoffte, dass der Arzt Entwarnung gab. Was jedoch bedeutete, dass er wieder alle Kinder mitnehmen müsste. Tommy würde einen Aufstand machen, es aber überleben. Bei Fienchen war die Angelegenheit etwas komplizierter, denn sie musste gefüttert werden, brauchte dringend eine neue Windel, war müde, musste schlafen. Die Kleine war doch kaum 13 Monate alt. Hilflos blickte er von dem blauen Knöchel zu Tommy, dann zu Fienchen, die ihren Kopf an seine Schulter gelehnt hatte, und wieder zurück. Das Mädchen hatte er über seine Bestandsaufnahme der vertrackten Gesamtsituation total vergessen, weshalb er leicht zusammenzuckte, als ihre Stimme ertönte. »Geh, ich bleib so lange.« Ärgerlich winkte Martin ab. »Nein!« »Warum? Meinst du, ich kann keine 2 Stunden auf sie aufpassen?« »Das habe ich nicht gesagt und darum geht's nicht«, fauchte er. »Ich kann die Kleine bei keinem Fremden lassen. Sie geht nicht zu jedem.« Das Mädchen nickte, machte einen entschlossenen Schritt auf ihn zu und hielt dem Baby lächelnd ihre Arme entgegen. Reaktion gleich null, so einfach war es eben nicht. Pah! Doch diese Julia gab sie sich so schnell nicht geschlagen. Sie stand vor ihm, strahlte Fienchen an, und nach einer Weile breitete sich auf deren Gesicht ein schmales Lächeln aus. Diese von sich eingenommene Streberin wäre dennoch chancenlos geblieben, hätte Tommy, der miese Verräter, nicht plötzlich die Seiten gewechselt. Denn er reichte ihr einen Buttercookie. Hier, damit funktioniert es immer. Martins wütenden Blick übersah er doch glatt. Keine Minute später saß Fienchen bei dem Mädchen auf den Arm und zerkrümelte begeistert ihren Keks, womit sie Martins Argumente in Luft aufgelöst hatte. Und nachdem er sein schlechtes Gefühl behutsam beiseite geschoben hatte, sah er ein, dass es tatsächlich nicht nur der beste, sondern auch der einzige Ausweg war. »Mach dir keine Sorgen, ich bekomme das schon hin«, meinte sie, was Martin keineswegs beruhigte. Nach einer weiteren Musterung von Sarahs blauem Knöchel nickte er trotzdem widerwillig. Was blieb ihm anderes übrig? Dennoch hätte ihn möglicherweise nichts und niemand dazu bringen können, diesen wildfremden Menschen die Betreuung seiner Geschwister zu überlassen. Wäre da nicht ihr ernster, konzentrierter und durchaus aufrichtiger Blick gewesen. Sie meinte, was sie sagte. Ob mit Hintergedanken und wenn ja, mit welchen, damit konnte er sich im Moment nicht befassen. Denn sie war schon wieder seine einzige Chance. Verdammt!